Ja, Volker, ich freue mich sehr, dass wir jetzt diesen Moment haben, gemeinsam zu sprechen. Schön. Ich habe natürlich auch bei dir überlegt und mir Gedanken gemacht, mit was ich dich verbinde. Und mir sind zwei Merkmale eingefallen. Einmal verbinde ich dich sehr mit dem Bild des Begleiters, mit der Identität des Begleiters. Das hat vielleicht auch was mit meinem Bild von deinem Werdegang zu tun. Da werden wir später nochmal sicher drauf zu sprechen kommen. Und die andere Richtung ist, dass ich dich sehr natürlich, sage ich fast schon, mit den beiden Perspektiven Dialog und Kulturentwicklung verbinde, in all seinen Schattierungen. Findest du dich in dieser Charakterisierung wieder? Sind es Themen, die deine sind? Ja, also der große Begriff Begleiter auf jeden Fall, also in den unterschiedlichsten Bereichen, also sowohl Einzelpersonen wie Gruppen, ganze Organisationen, das spiegelt sehr viel wider. Und Kulturentwicklung natürlich auch, weil das für mich das Hauptmittel ist, mit dem ich mit Gruppen und Einzelnen arbeite. Jetzt wollen wir ja heute auch so ein bisschen auf das Wirken sowohl am ISB von dir als Lehrtrainer schauen, als auch von dir als Berater. Gib uns doch da mal so ein, zwei Beispiele, wenn du an deine Entwicklungsbegleitungsarbeit denkst. Wo spürt man den Volker Schuler? Wo kommt er richtig in seine Kraft? Also wenn ich jetzt so auf die klassische Beraterrolle gehe, dann komme ich in meine Kraft, wenn ich mit Geschäftsführungen, mit Leuten, die was zu entscheiden haben, mit denen gemeinsam größere Prozesse gestalte, mit denen überlege, wie sie ihre Kultur im Unternehmen und der Organisation entwickeln und diese Veränderungsprozesse dann ins Organisation zu tragen. Das ist so der eine Moment, wo ich als Begleiter wirklich ins meine Kraft komme. Und der andere Moment ist, wenn es um wesentliche Themen bei Einzelnen geht. Also wenn es im Coaching nicht nur um den nächsten Karriereschritt geht, sondern um Persönlichkeitsentwicklung, um Neugestaltung, um Umbrüche, solche Dinge, da komme ich als Begleiter in meine Kraft. Wie erlebst du denn heute das Zusammenspiel von Menschen in Organisationen, von Mensch in Organisationen als ein Konstrukt, als ein soziales Gebilde? Wie spielt das für dich heute zusammen? Also ich beobachte jetzt über die Jahre, dass die Frage des Menschen immer eine größere Rolle spielt. Also vor Jahren war es noch ganz viel über Struktur, über Strategie, wie sich Unternehmen versucht haben zu entwickeln. Und jetzt kommt die Frage der Passung, welche Person, welcher Mensch passt an welche Stelle viel mehr in den Fokus und auch die Passung, wie kann sich die Organisation in ihrem Umfeld anpassen. Von daher ist es ein Thema, das immer mehr wird, dass man sowohl die Organisation wie auch die einzelnen Personen betrachtet und ist vor allem das Zusammenspiel dann, wie das gehen kann. Und ein Teil des Zusammenspiels, so habe ich immer deine Praxis erlebt, ist ja das Thema Dialog, also Wirklichkeitskonstruktion, Verflüssigung von Wirklichkeitskonstruktion über Dialog, über Resonanzformate. Gib uns doch da nochmal ein, zwei Beispiele. Was heißt denn das? Das klingt ja immer erstmal groß und vielleicht auch ein Stück abstrakt. Ich glaube, es braucht gute Fragen und es braucht einen Raum, in dem Resonanz entstehen kann. Und das sind so die zwei Dinge, an denen ich mich orientiere, wenn ich mit Leuten arbeite. Das heißt, das eine ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Teamkonflikt habe und dann mit dem Team starte, dann geht es zunächst mal darum, einen Raum zu schaffen, wo ein Stück weit Vertrauen da ist. Und dann in diesem Raum, in Interviews, in Einzelbefragungen, auf Fragen und Themen zu kommen, die eine Resonanz verursachen können bei den anderen, die im Raum sind. Also das sind so für mich die zwei Fragen, welche Frage ist zu stellen, damit Resonanz entstehen kann und wie kann ich guten Raum und eine Möglichkeit schaffen, in der überhaupt Resonanz entsteht. Also wo das Vertrauen da ist, wo die Menschen die Offenheit haben, wirklich in Resonanz zu gehen. Also angstfreie Räume letztlich. Wenn du nochmal so aufs ISB schaust und auf die Bausteine, was sind so da die besonderen Momente für dich und für die Gruppen? Ich glaube, die besonderen Momente sind dann, wenn die richtige Didaktik auf die Fälle kommt, zu den Fällen zusammenkommt und dann so Aha-Momente reinkommen, so neue Perspektive, neue Erkenntnisse entweder von den Fallgebern oder aber auch gerade durch die Resonanz aus der Gruppe ganz neue Aspekte mit reinkommen. Was waren so deine Lernwege, deine entscheidenden Schritte in deiner Biografie bis heute, wo du sagen würdest, ja, das zeichnet mich jetzt auch über diese vielen Weggabelungen hinweg aus? Ja,
Also ich denke, eine wichtige Entscheidung für mich war damals, Studium der Theologie mhm. einzugehen. Ein ganz spezielles Studium, weil es sehr viele Aspekte hat und in diesen unterschiedlichen Aspekten ein Stück weit auch schon so die Grundlagen für Beratung anlegt. Ich glaube, das war sehr wesentlich. Und dann die Arbeit mit Menschen mhm. in dieser Zeit auch als Pastor. Und dann war ganz entscheidend der Schnitt hier im ISB anzufangen. Das kam so, dass ich in der Kirche beraten habe und dann dachte ich, jetzt brauche ich eine Ausbildung und so kam ich dann hierher. Und du arbeitest ja, wenn ich das immer wieder so von dir gehört habe, immer noch auch in diesen sogenannten Non-Profit-Organisationen, aber auch viel in der Wirtschaftswelt und hast immer noch diese beiden Welten. Für mich ist es spannend, in unterschiedliche Organisationen einzutauchen. Ich denke, das ist auch was, was mich auszeichnet, dass ich ziemlich schnell mich in Organisationen und in Welten zurechtfinde. Das ist auch so noch ein Verbleib von meiner Pastorendasein, wo man ja auch mit sehr vielen Milieus und Menschen zu tun hat. Und da reizt mich, immer wieder bei beiden unterwegs zu sein. Was gibst du jüngeren Kolleginnen und Kollegen mit auf ihren Professionalisierungsweg? Gut drauf zu schauen, was macht mich eigentlich aus, wer bin ich eigentlich? Und dann den Mut, Schritte zu gehen, mehr zu wagen, wie man sich eigentlich zunächst zutraut. Also Reflexion und Mut. Wo steht aus deiner Sicht unsere Profession von Beratung, von Coaching, von Organisations- und Kulturentwicklung in 10 Jahren? Also wenn ich so spekulieren würde, würde ich sagen, es gibt zwei, es trennt sich etwas. Es gibt eher eine standardisierte Professionalisierung im Sinne von im Bereich Coaching und auch vielleicht im Bereich der Teamentwicklungen. Und es gibt immer mehr und herausfordernde Fragen bei der Organisationsentwicklung, weil da die Herausforderungen von den Passungen mit den Menschen, mit den neuen Lebensentwürfen immer größer werden und es da neue und organische Entwicklung braucht. Da gibt es keine einfachen Antworten und ich glaube, dass das die Hauptherausforderung für uns als Berater sein wird, in den Bereichen Neues zu gestalten, Neues zu entwickeln. Weil auch die neuen Formen wie agil und so weiter sind nicht die Antworten, sondern sie sind nur Bausteine, die dann entsprechend zusammengefügt werden müssen. Also ich glaube, es wird herausfordernder. Ja. Ja, vielen Dank, Volker. Gern. Vielen Dank dir.